Hallihallo, ihr Lieben. Ich habe eine kleine Überraschung für euch im Garten. Ich selber war gestern auch überrascht. Kommt einfach mal mit und ich zeige euch, was ich meine. Ich bin wegen einer Kleinigkeit zu einem Bekannten von mir gefahren und aus der Kleinigkeit wurde eine größere Sache. Denn ich habe einen bekannten Schäfer und bei dem habe ich mal gefragt gehabt, ob der mir nicht einfach mal, wenn er seine Bocklämmer zum Schlachter gebracht hat, 2-3 Decken mitbringen kann, Felle mitbringen kann. Und jetzt habe ich keine 2-3, auch keine 4, auch keine 6, nein, 13 Stück. Ja, der absolute Wahnsinn. Die muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Das Tolle dran ist, dass der so lieb war und mir die sogar schon eingesalzen hat. Und in der Videoreihe möchte ich euch jetzt zeigen, wie es denn weitergeht mit so einem Fell, wie man also theoretisch auch ein Rehfell verarbeiten kann, wenn man beim Jäger was bekommt. Oder eben kann man auch ein Kaninchen oder ein Hasenfell nehmen, je nachdem, wen man vielleicht auch in der Bekanntschaft hat. Und ja, der erste Schritt, den man immer machen kann, zum nächsten Mal aufbewahren, ist einfach mit Salz, mit ganz normalem Haushaltssalz oder Pökelsalz, gibt es ein bisschen größer und günstiger, die Hautschicht, also da, wo dann das Fleisch unten drunter liegt, richtig dick, krustig einarbeiten. Ich zeige das euch gleich. Und dann einfach das austrocknen lassen, dadurch hält es schon ewig. An dem Punkt bin ich gerade, weil er, wie gesagt, so nett war, der Peter. An dieser Stelle Gruß an ihn. Danke, Peter, für die Felle. Hat er schon gemacht und entsprechend kann ich jetzt einfach direkt weiterarbeiten, nachdem die schon bereits gesalzen worden sind. So, hier sieht man jetzt einfach die gesalzene Haut. Also hier ist richtig viel Salz drauf gewesen. Das sind richtige Salzschollen schon weggebrochen. Da kann man also richtig gut einen Zentimeter Salz oder so draufknallen. Alles klar. Dann fangen wir mal an. Was brauchen wir heute alles zum Gerben? Wir brauchen ein Stück Seil und ich muss mich hier entschuldigen, hier ist Baustelle im Nachbarhaus. Ein Stück Seil. 5 Eigelb schätze ich jetzt mal für so ein Schafsfell, Lammfell. Und ein Öl, das möglichst viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren hat. Und das günstigste, was man da findet, ist eigentlich das Sojaöl. Es gibt nur noch ein Öl, was Pflanzenöl zumindest, was mehrfach ungesättigte Fettsäuren hat. Das wäre Leinöl. Aber Leinöl ist deutlich teurer und deutlich wertvoller. Alternativ anstatt Ei und Öl könnte man auch Hirn verwenden. Man kann auch beim Metzger mal ein Schweinehirn holen oder so. Grund ist, dass man Emulgatoren braucht. Unser Fell ist nachher nass. Und wir müssen eben Fett jetzt in die Haut einbringen und es funktioniert nur mit einem Emulgator. Deswegen das Eigelb, da ist der Emulgator drin und das Öl dringt dann eben in die Fasern. Alles klar. Wenn wir dann also schon in der Position sind, dass das gesalzen, ausgetrocknet ist, das Fell, können wir hergehen und müssen jetzt erstmal das Salz ein bisschen runterkratzen. Ich fange da erstmal mit einem Stück Holz an. Wenn dann die ganz dicke Salzkruste eben runter ist, dann ist super, wenn ihr euch hier einfach so einen halbierten Stein besorgt oder irgendwas anderes, was eine scharfe Kante, sage ich jetzt mal, hat. Also keine Schneide, sondern wirklich eine Kante. Und damit kratzt ihr jetzt die unterste Schicht quasi von der Haut ab. Und es sieht dann so aus, also hier habe ich das noch nicht gemacht, ne? Hier ist es noch so dunkel und hier ist es schon so weißlich und hier sind dann auch so, ja, das sind eben so Fasern, die man da wegziehen kann. Und diese unterste Schicht würde quasi verhindern, dass nachher unser Gerbmittel eindringt in die Haut. Und deswegen schabern wir die jetzt hier ab.
durch. Ihr seht es mir vielleicht auch an, ich glänze ein bisschen. Es ist eine ganz schön anstrengende und schweißtreibende Arbeit. Jetzt haben wir aber hier ein super schönes, aufgeraute Oberfläche, eine ganz weiße Haut. So muss das sein. Außer hier oben an den Rändern ringsrum. Ja. Da kommt man einfach nicht so gut hin. Gerade auch wenn die Felle nicht aufgespannt werden, dann trocknen die natürlich ein bisschen und dann kringeln sich die Ränder ein. Ja. Da kommt dann auch nicht so gutes Salz hin. Und da ist dann ganz schwer, hier diese äußerste Haut wegzumachen. In meinen Augen kann man da auch gut und gerne ein bisschen faul sein, denn ihr braucht sowieso immer was nachher noch im nächsten Schritt, wenn das ganze Ding geölt wird, wo ihr ziehen könnt, ja, wo man dann sowieso auch nicht so gut die Dehnung und das Stretchen hinbekommt, was nachher für ein weiches Leder wichtig ist. Und da habt ihr also eh immer ein bisschen was, wo die Gerbung nicht so gut funktioniert. Und auch in der Industrie wird der Rand am Ende des Gerbprozesses oft zugeschnitten. Deswegen sehen die, ich sage jetzt mal, Felle beim IKEA oder so immer gleich aus. Ja. Jetzt sind es hier natürlich dreckige und ordentlich muffige Schaffelle. Und deswegen werden die jetzt erstmal gründlich gewaschen. Dafür fülle ich ein bisschen lauwarmes Wasser in einen Bottich, ein bisschen Spüli dazu und einfach ein bisschen auswaschen. Alle gut, ich habe jetzt hier hinten meinen Bottich mit Wasser und ich nehme jetzt hier einfach so ein handelsübliches Ökospüli. Man könnte das natürlich auch noch ganz primitiv natürlich machen, indem man irgendwie vorher grüne Walnussschalen eingelegt hätte oder Kastanien, die Fruchtschale der Kastanie. Auch da sind seifenartige Stoffe drin. Aber ich nehme jetzt hier einfach, weil es einfach jeder daheim hat, wahrscheinlich ein ganz normales Spüli. Eher nicht kleckern, sondern glotzen, denn die Schafshäute sind natürlich extrem talgig, ne, von dem natürlichen Fett in der Wolle, und es muss alles raus, samt Stallgeruch und natürlich auch Kotresten etc. Deswegen kommt es jetzt eine ordentliche Zeit da rein, wird durchgewalkt, wird ausgeschrubbert. Ich glaube, da braucht ihr nicht unbedingt zugucken. Ich entschuldige mich übrigens hier für die Baustelle hinter mir, das ist ein bisschen laut bei mir im Garten. Genau, entsprechend schalte ich jetzt hier ab und wasche einfach mal das Fell. Also eine erste Runde gewaschen habe ich jetzt schon mal. Das Wasser ist wahnsinnig dreckig natürlich geworden, könnt ihr euch ja vorstellen. Ihr könnt jetzt auch einfach das Fell dann zwischendurch rausholen und es auch mal ordentlich durchringen. Also so fest ihr wollt, ihr könnt es auch irgendwo rumwickeln und drumherum zwirbeln. Das schadet überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Das hilft sogar, die Hautstrukturen, die sich durch das Trocknen zusammengezogen haben, verklebt sind, schon mal jetzt beim Waschen schon zu öffnen. Und wir machen jetzt einfach noch ein paar Durchgänge, immer wieder rausnehmen, ausfringen, wieder frisches Wasser reinmachen und am Ende natürlich auch klar ausspülen, dass keine Seifenreste mehr übrig sind. Und gerade wenn das Wasser also schon wirklich sauber ist, ohne Seifenreste, dann lasst ihr das Fell jetzt da einfach in Weichen drin liegen. Ihr könnt es gerne mit der Hautseite nach unten packen. Also eigentlich spricht man von Fleischseite, weil auf der Seite natürlich dann das Fleisch anfängt. Oben ist die Fellseite, unten ist die Fleischseite. Und achtet jetzt darauf, dass wirklich alle Teile schön im Wasser versenkt sind. Dass da nichts groß oben bei rausguckt. Gerade von der Fleischseite nicht. Da muss überall Wasser ran. Und wenn ihr wollt, könntet ihr das auch noch beschweren mit einem Stein oder so. Und das lassen wir jetzt einfach ein paar Stunden hier drin aufweichen. Ein ganz gutes Indiz ist natürlich auch, wenn die harten Ränder, die ich vorher schon beschrieben habe, eben auch weich werden, elastisch werden, ein bisschen dehnbar werden. Und lassen wir es jetzt einfach mal ein paar Stunden hier drin liegen bis heute Nachmittag. Das sieht jetzt mal so 3-4 Stunden. Dann schaue ich mal nach,
Und wenn es dann weich ist, dann machen wir mit dem eigentlichen Gärprozess weiter. Bis dann. So, die paar Stunden rum und ich bereit zum eigentlichen Gärprozess. Für die Fettgerbung brauchen wir, wie gesagt, Öl und Ei. Ich denke, jetzt für das Schaf reichen 5 Eigelb. Bei dem Reh ist ein bisschen weniger, da habe ich immer 3 oder 2 sogar nur verwendet. Und hier eben mein Sojaöl. Das nächste Mal werde ich jetzt das Fell nochmal gut ausbringen, damit alles überschüssige Wasser schon mal rauskommt. Und ich werde es auch gleich nochmal mit meinem Stein ein bisschen bearbeiten, um es da schon mal zu scratchen. So, dieses Herumwinden um irgendeinen Pfosten oder so, das ist auch super gut, um hier die Haut schon mal ein bisschen auseinanderzuziehen und elastisch zu bekommen. Das werden wir nachher sicherlich auch nach dem Öl und nach dem Fetten machen. Hier fällt jetzt schon ein bisschen Haar auch raus an den Stellen, wo nicht so viel Salz hingekommen war beim Salzen. Hat sich quasi das Haar teilweise auch schon von der Haut gelöst. Das sind schon erste Fäulniserscheinungen. Da hat der Peter wohl nicht gut genug gearbeitet. Aber in einem geschenkten Grau guckt man ja nicht ins Maul. Und wie gesagt, ich werde jetzt auch nochmal mit meinem Stein ein bisschen arbeiten. Und hier nochmal die Haut ein bisschen auseinanderzuziehen und vielleicht auch nochmal die Möglichkeit zu schaffen, nachher für das Öl besser einzudringen. Und ihr seht schon, wie das Fell sich hier in Form ziehen lässt. Also das ist jetzt super aufgeweicht, lässt sich super gut in die Länge ziehen und stretchen. Genau so brauchen wir es, dass wir nachher das Öl gut einarbeiten können. Bevor ich da jetzt wirklich zu viel auch abschabe und es Löcher reingibt, werden wir mit dem Fetten beginnen. So. Eigentlich wirklich eine ganz simple Sache. Wir haben hier eben unser Eigelb. Da tun wir jetzt ein paar Schlucke Öl rein und dann vermengen wir das alles. Und nachdem wir das jetzt vermengt haben, ist der erste Schritt einfach hier vorsichtig ein bisschen von dem Gemisch auf die Haut auszubringen, das erstmal zu verstreichen, dass wirklich auch bis an die Ränder hin diese ölige Masse gelangt. Na, ist doch größer als gedacht. Vielleicht muss ich nachher sogar noch ein zweites Töpfchen ansetzen. Ich mache nämlich gerne 2-3 Durchgänge. Wie das genau abläuft, seht ihr gleich. Und jetzt erstmal hier ordentlich einmassieren, kräftigen Fingern, schön reindrücken. Ihr könnt auch gerne die Faust benutzen, mit den Knöcheln massieren. Und hier kann man sich jetzt alle möglichen Hilfsmittel zunutze machen. Wir können zum Beispiel die runde Seite, die abgerundete Seite eures Steines von vorhin nehmen, damit massieren. Oder ihr nehmt euch irgendein Stück Holz und dann noch damit. Das Einarbeiten. Ganz wie ihr wollt. Ich mache es tatsächlich am gernsten mit den Händen. Ja, das zieht schon gut ein. Es wird schon klebriger. Das heißt, wir verlieren Flüssigkeit. Es zieht rein in die Haut.
Und jetzt ganz wichtig, eins der wichtigsten Arbeiten jetzt beim Gerben ist, was wir jetzt machen, nämlich die Haut elastisch ziehen, dehnen und strecken, winden und wirbeln sozusagen. Und dafür baue ich hier gleich eine Kleinigkeit auf. Ich habe jetzt hier was aufgebaut. Ich habe hier einmal ein Seil gespannt und hier unten so einen alten Tischfuß hingebunden noch. Und das sind jetzt beides Elemente, die man verwenden kann, um da quasi die Haut drüber zu ziehen. Je nachdem, was ihr habt, also so ein Seil ist natürlich schneller gespannt, um darüber die Haut zu ziehen. Vielleicht hat man auch irgendwie eine andere scharfe Kante, also richtig scharf, messerscharf soll es nicht sein, aber eine ordentliche Kante, wo man das nachher drüber ziehen kann. Schaut euch einfach an, wie ich das mache, und ihr findet bestimmt eine Möglichkeit, so etwas Ähnliches aufzubauen. Ihr seht schon, wie das spritzt. Ja, ist gut, wenn man irgendwas Dreckiges anhat. Und was ihr auch seht, ist, wie lang jetzt hier das Fell geworden ist und wie schmal. Ja, also es nimmt jetzt hier wirklich Form an. Und jetzt ziehen wir es natürlich auch noch in die anderen Richtungen durch. Dass wir es wieder in die Breite auch bezogen kriegen. Möglichst gleichmäßig an verschiedenen Punkten. Und diese Arbeit muss man jetzt wirklich lange durchhalten. Also wirklich halbe Stunde, Stunde oder sogar mehr. Dieses Ding immer stretchen. Ich mache es jetzt auf jeden Fall nochmal über den Metallgestell, dass ihr auch das seht. Da kann man etwas genauer auch arbeiten hier. Punktueller. Also jetzt hier. Das alles erstmal nur zum Beispiel. Eine weitere Möglichkeit, die ich auch gerne mache, ist, ich stehe mit den Füßen auf eine Seite eben drauf und dann ziehe ich es zu mir her. Dann drehe ich das Ding um 90 Grad, mache das gleiche wieder und so kann ich eben auch das Ding einfach in die Länge stretchen. An verschiedensten Stellen. Das sind alle Richtungen durchziehen. Und so bleibt dann nachher das Leder hoffentlich flexibel. Ja? Auch hier kann man das nochmal mit diesem Aufbinden machen, indem man zum Beispiel hier die Fleischseite auch wieder nach innen legt. Auch wieder packt und jetzt hier windet, ne? Ausspringt sozusagen nochmal. Auch das gibt natürlich ordentlich Zugkräfte in die Haut, die eben auseinanderziehen, die Fasern. Ich mache das jetzt noch ein paar starke Minuten und sag mal jetzt mal, ihr habt jetzt eine halbe Stunde das Ding ordentlich durchgezogen in alle Ecken und Enden. Dann geht ihr her und reibt es nochmal mit Fett ein, schön einmassieren nochmal, auch gerne mit dem Stein nochmal nachschieben. Massiert, zieht es nochmal in alle Richtungen, nochmal eine halbe Stunde. Und wenn ihr dann soweit seid und ich soweit bin, dann sehen wir uns hier wieder. Bis gleich. Alles klar, ich schwitze jetzt mindestens so viel Wasser, wie wir hier vorher ausgetrunken haben.
das Stretch und Dehnen ist ganz schön anstrengend und auch ganz schön lange machen, wie gesagt. Und ja, ich bin soweit fertig, habe ich das Gefühl. Die Haut ist wirklich sehr weich geworden, also sobald man es ein bisschen in eine Richtung zieht, nimmt es schon die Form an, das ist richtig gut. Und ich gebe jetzt einfach nochmal einen kurzen Schucker Öl drüber. Massiert es natürlich dann auch nochmal ein. Der Emulgator Ei ist ja jetzt auf jeden Fall noch in der Haut drin. Das heißt, das Öl kann eindringen. Dann lassen wir es jetzt den Tag über einfach noch ein bisschen liegen. Das ist nämlich so, diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren im Öl, die reagieren unter Sonneneinwirkung und Sauerstoff, die oxidieren. Und durch diesen Oxidationsprozess, der dann in der Haut eben stattfindet des Tieres, kommt es eben zu der chemischen Veränderung auch der Proteine und es entsteht eben das Leder. Wenn es hier also dann schön eingetrocknet hat im Laufe des Tages, unter Umständen könnt ihr dann sogar schon eine farbliche Veränderung sehen, in so einem hellen Braun. Dann fehlt eigentlich nur noch eins und das ist das Räuchern. Damit machen wir es nochmal haltbarer, nochmal widerstandsfähiger gegen Wasser. Aber das zeige ich euch in einem anderen Video. Bis dahin, macht's gut und ciao.